Herzlich willkommen beim Easy Deutsch Diktat, ein Urlaub. Welcome to the Easy Deutsch Dictation, Vacation. I will read the whole text for you first. Ich lese euch erst den kompletten Text vor. Ein Urlaub. Familie Schubert fährt jedes Jahr mindestens einmal in den Urlaub. Diesen Sommer war Familie Schubert in den Bergen in Österreich. Es waren Ferien und das Wetter war sonnig und warm. Die Familie hatte ein Zimmer in einer Pension gebucht. Vor allem die Kinder freuten sich schon sehr aufs Wandern. Frau Schubert macht lieber Strandurlaub, aber trotzdem ist sie mitgekommen. Mit Rucksäcken und Wanderschuhen ausgestattet, haben sie sich schon früh morgens auf den Weg gemacht. Nach 2 Stunden haben sie eine kleine Pause gemacht. Sie haben Obst gegessen, um sich zu stärken. Sie haben noch 2 weitere Stunden bis zum Gipfel gebraucht. Die Aussicht war umwerfend. Am Ende hat auch Frau Schubert der Urlaub gefallen. Sie wollen nächstes Jahr wiederkommen. Der erste Satz. Familie Schubert fährt jedes Jahr mindestens einmal in den Urlaub. Familie Schubert fährt jedes Jahr mindestens ein Mal in den Urlaub. Punkt. Nächster Satz. Diesen Sommer war Familie Schubert in den Bergen in Österreich. Diesen Sommer war Familie Schubert in den Bergen in Österreich. Punkt. Nächster Satz. Next sentence. Es waren Ferien und das Wetter war sonnig und warm. Es waren Ferien und das Wetter war sonnig und warm. Punkt. Nächster Satz. Die Familie hatte ein Zimmer in einer Pension gebucht. Die Familie hatte ein Zimmer in einer Pension gebucht. Punkt. Nächster Satz. Next sentence.
Vor allem die Kinder freuten sich schon sehr aufs Wandern. Vor allem die Kinder freuten sich schon sehr aufs Wandern. Punkt. Nächster Satz. Next sentence. Frau Schubert macht lieber Strandurlaub, aber trotzdem ist sie mitgekommen. Frau Schubert macht lieber Strandurlaub, Komma, aber trotzdem ist sie mitgekommen. Punkt. Nächster Satz. Next sentence. Mit Rucksäcken und Wanderschuhen ausgestattet, haben sie sich schon früh morgens auf den Weg gemacht. Mit Rucksäcken und Wanderschuhen ausgestattet, Komma, haben Sie sich schon früh morgens auf den Weg gemacht. Punkt. Nächster Satz. Next sentence. Nach 2 Stunden haben sie eine kleine Pause gemacht. Nach 2 Stunden haben Sie eine kleine Pause gemacht. Punkt. Nächster Satz, next sentence. Sie haben Obst gegessen, um sich zu stärken. Sie haben Obst gegessen, Komma, um sich zu stärken. Punkt.
Nächster Satz, next sentence. Sie haben noch 2 weitere Stunden bis zum Gipfel gebraucht. Sie haben noch 2 weitere Stunden bis zum Gipfel gebraucht. Punkt. Nächster Satz, next sentence. Die Aussicht war umwerfend. Die Aussicht war umwerfend. Punkt. Nächster Satz, next sentence. Am Ende hat auch Frau Schubert der Urlaub gefallen. Am Ende hat auch Frau Schubert der Urlaub gefallen. Punkt. Nächster und letzter Satz, next and last sentence. Sie wollen nächstes Jahr wiederkommen. Sie wollen nächstes Jahr wiederkommen. Punkt. To check if you wrote everything correct, please check the description of the video or just press stop in the video itself. You can check out the whole text on my website as well. There you will find a short vocabulary list attached as well. The direct link to my website you will find in the description. Wenn du nachschauen möchtest, ob du alles richtig geschrieben hast, halte einfach das Video an oder schaue in der Videobeschreibung nach. Auf meiner Website findest du auch noch eine kleine Vokabelliste zusätzlich zum Diktat. Den Link zur Website findest du in der Videobeschreibung. If you have any further questions about German, please let me know. If you need anything explained, anything that's not clear so far, check out my channel, my website first, and if I don't talk about your problem, please write a comment, let me know, and I will create a video or write an article about your problem. Wenn du noch Fragen zur deutschen Sprache hast, irgendetwas unklar ist, du eine Erklärung haben möchtest, dann lass es mich wissen. Schaue auf meiner Internetseite nach oder in meinem Kanal, und wenn ich dein Problem noch nicht erkläre, schreibe einen Kommentar und ich werde ein Video oder einen Artikel über dein Thema erstellen. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Thanks for watching and see you next time at Easy Deutsch.